Am Freitagabend ist es soweit, das erste Derby in der Oberliga Ost zwischen FAS Berlin und den ECC Preußen Juniors. Wir freuen uns auf diesem Spiel und deswegen wollen wir kurz mit zwei FAS-Spielern reden, nämlich Vincent Schlenker und Thomas Soupice. Thomas, erstmal zu dir. Preußen, FAS, das ist ein Derby. Was erwartet man bei so einem Spiel, egal wie die Saison bereits gelaufen ist? Ja, ich denke mal, dass wir erstmal erhoffen, dass wir einen Sieg einfahren, erstmal irgendwie. Weil da spielen ja auch alte Spieler, die früher bei FAS waren. Und es ist immer ein guter Gegner und wir hoffen, dass wir gewinnen. Okay, Vincent, für dich, du bist einer, der in der ersten Reihe spielt. Das bedeutet, du wirst relativ viel Eiszeit bekommen. Du bist gut bereits gestartet in der Saison. Aber auch die gleiche Frage, wie ist es, gegen eine Mannschaft zu spielen, aus der gleichen Stadt kommt? Ja, das ist was ganz anderes, wie wenn man gegen eine andere Mannschaft spielt, wo nicht aus Berlin kommt. Man geht ganz anders ins Spiel, man will auf jeden Fall den Sieg einfahren. Ja, und die Intensität ist viel höher wie in einem normalen Spiel. Ja, und wir müssen alles geben und wir wollen die drei Punkte einfahren. Es ist halt so, wenn man von Favoritenrolle sprechen kann, es ist halt so, FAS geht in diesem Spiel hinein als Tabellenerster. Preußen hat einen schlechten Start erwischt, aber das bedeutet eigentlich nichts, sobald das Spiel anfängt, oder? Nee, ich sag mal, jeder kann ein Spiel gewinnen. Wenn wir einen schlechteren Tag erwischen und nicht unsere Leistung abrufen können, dann werden wir ganz klar auch verlieren. Aber wenn wir unser Bestes geben und natürlich auch kämpfen darum, dass wir gewinnen, und dann werden wir das genau unsere Seite schaukeln. Okay, Schwenk, letzte Frage an dich. Derbys bedeutet, Zuschauer kommen in der Halle. Preußen wird natürlich mit den ein oder anderen Fan kommen. Ja. Jetzt hast du die Gelegenheit, die Fans zu sagen, wieso die am 19.30 Uhr am Freitag in der Erika-Hess-Stadion dabei sein sollten. Kommt ins Erika-Hess-Stadion, weil es ist eine geile Stimmung dort. Wir werden ackern, wir werden alles geben, dass wir das Ding holen. Ja, und wir freuen uns auf jeden Zuschauer, der ins Erika-Hess-Stadion kommt. Derby-Time in Berlin. Sei dabei.